Breaking News. Brandon Curry out of the 2023 Mr. Olympia. I spoke to Brandon. Also, der Desktop-Bodybuilding-Kollege, der wirklich guten Content liefert, hat anscheinend mit ihm gequatscht. Und wir werden uns das Ganze jetzt reinziehen. Let's go, Freunde, mit dem ersten Video heute. What's up, Desktoppers? Xavier Rules here for Desktop Bodybuilding, and we are back with another video, and we are live, and Brandon Curry could be out of Ey, das macht mich so traurig mit Brandon, ich glaub das gar nicht. 2023 Mr. Olympia. I've spoken with Brandon, and we'll get straight to that on what he had to say to me, because Bob Chicarello at the Ich mach natürlich einen Untertitel an. Oh, Bob Chicarello, worum geht's hier? Olympia press conference just announced that Brandon Curry is not at the press conference. He's feeling unwell, and there's a large possibility, or a good possibility, that he will miss the 2023 Mr. Olympia and be out, which would be devastating news. We've already had Nick Walker out. Obviously, guys couldn't make it. Zwei Leute, die ich in der Top 5 Prediction drin hatte, machen einfach nicht mit. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Scheiße. The Olympia guys pulled out. Nathan D'Asha, Brett Wilken, Bruce Tabani, there's a whole bunch of competitors that could not make it. Nathan D'Asha ebenfalls, wegen der Einreise, Junge. All pulled out, including guys like Big Ramy, who we're almost forgetting about at this point, so that would be devastating. Stimmt, Big Ramy, Nathan D'Asha, Brandon Curry, Nick Walker, vier Top-Athleten, die man eigentlich in der Top 5 sehen würde. Bei Ramy bin ich mir nicht ganz sicher, wie der das dieses Jahr machen würde, ob der da die Form verbessern würde oder nicht, aber das ist echt, echt bitter, Mann. Wie groß sind eigentlich die meisten 212er-Athleten? Ey, ich habe gestern im Gym, ist Sean Clarida an mir vorbeigelaufen. Das ist unglaublich. Der ist locker 1,55 Meter oder so. Wirklich. But I did ganz, ganz komisch. Speak to Brandon Curry. And I'll bring up what he said and what I essentially asked him. I said, what do you want sort of released or said on this? And he, aber dafür ist er 3 Meter breit. He said, thanks, bro. Just, he said, just keeping his health a priority. And he says he feels fine right now. And just making sure he doesn't have any issues stepping on stage. I'm feeling fine, much better than yesterday. Okay, also es geht ihm tatsächlich schon besser. Vielleicht ist das auch jetzt hier ein bisschen Clickbait, ne? Und ich habe auch, mein Postfach war gerade voll bei Instagram. Mir wurde das so häufig zugeschickt. Also nicht dieses Video, sondern die einfach die News, dass er nicht mitmacht anscheinend. Mal gucken. So 2 days out, and this is, that's when this video is actually from. Posted up, I believe, courtesy of one of his sponsors, Soul Premise. And this was 2 days out, and this was apparently when he's feeling pretty bad. So he said he's feeling bad yesterday. So he's feeling better than yesterday, which is when this video was. I don't know if he had food poisoning. I don't know what the situation is in terms of his health, but he's just being safe, making sure he gets to be okay from the doctors. And then he will be able to compete in the 2023 Mr. Olympia. So while what Bob Chicarelli said on stage, Bob Chicarelli, which I was like, Brandon Curry for sure must be out of the 2023 Mr. Olympia. But it seems like Brandon Curry is a chance to compete in the 2023 Mr. Olympia. And I'm praying that Brandon can, because this video is from 2 days out and he looks pretty damn awesome. And this is apparently when he was not well. I've seen it. Oh, Kokovic. Thank you very much, my father. Willst du Hallo sagen zu der Community? Hi. Ja, was guckst du gerade an? Brandon Curry wird anscheinend nicht mitmachen, aber eventuell doch. Also wir wissen es. Und ich hatte eine Lebensmittelvergiftung, aber jetzt vor 2 Stunden hat er, ich habe das gerade im Stream gelesen, die Jungs haben gesagt, er macht doch mit. Also man weiß es noch nicht. Wir werden es, denke ich, dann mal sehen. Es geht ihm heute besser, aber vor 1-2 Tagen war er im Arsch. Wie der Krikic oder wie heißt nochmal der? Kriso. Favorit und danach kommt der. Für dich ist Kriso Favorit? Einer, ja. Der Open, dass er das gewinnt? Ja. Guck mal, da hinten ist eine Tür, Johnny. Da soll ich jetzt rausgehen am besten, oder? Also Kriso und. Die Jungs wollen, dass du einmal armer. Ah!
Ja, Kriso ist dein Favorit. Das ist ein richtig krasses Licht, ne? Das ja, ist natürlich. Alter, geil. Alter Poser, Junge. Ja, ich wünsche dir noch viel Spaß. Ja, warte doch mal, Kriso ist dein Favorit, wer noch? Sein Name, ich vergesse mal seinen Namen. Frag doch einfach mal. Über seine Schulter, wir haben gestern über seine Schulter gesprochen. Aber wenn er, wo er in Dubai stand, der eine, wie heißt er nochmal? Mist. Du weißt, ich meine. Der kommt auch aus Dubai, der ist dunkelhäutig, ich weiß den Namen nicht. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Whey-Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und weiter geht's mit dem Video. Der hat doch jetzt auch das letzte Mal bei Arnold Classic, glaube ich, gewonnen. Jam Pass, danke fürs Abo. Arnold Classic gewonnen, wie meinst du? Samson Dauder? Nein. Ich weiß, wen du meinst, sein Name. Ja, sein Name. Kommt, Freunde, hilft. Chat hilft uns. Wie heißt der nochmal? Junge, das ist doch peinlich gerade. Ich weiß genau wer. Heiko kennt den auch. Der hat auch mit dem gechillt in Dubai. Heiko hat gesagt, er hat keine Muskeln. Heiko soll die Klappe halten. Er hat keine Muskeln. Heiko hat niemand. Hier, Chat wird schon einer reinschreiben jetzt hier. Andrew Jack. Ja. Freunde, es sind so viele Namen, Alter, in letzter Zeit. Andrew. Ist einfach zu viel. Ja. Junge, Johnny, Trizeps freigeschaltet. Mein lieber Scholli, Alter. Wild. Ja. Wild. Handbremse lösen. Handbremse lösen. Wird mal Zeit. Ja, Chat, viel Spaß bei dir. Ne? Danke dir, mein Lieber. Also. Anders, Andrew Jack. Ja, mach nur Licht, Tür zu, bitte. Aber nicht anders. Ja, lass an. Danke dir. Ja, Andrew Jack. Jetzt hat natürlich Andrew Jack ebenfalls Chancen. Digga, das wird jetzt komplett durchgewürfelt dieses Jahr. Es wird komplett alles anders als gedacht. Mein Lieblingsathlet aktuell von der Open ist ganz klar Samson Dauder. Sage ich euch, wie es ist. Reported all over social media. I've seen a whole bunch of posts. Brandon Curry's out of a 2023 Mr. Olympia. Whole bunch of that sort of stuff. This is a recent photo posted up by Brandon as well. And you can see there, it's a good look here from Brandon. I'm praying he can compete, and I'm hoping he can compete without his look being sacrificed at all. Where would you have had him? So Bob Ciccarello, for those who are just joining as well, Bob Ciccarello announced that Brandon Curry is not at the 2023 Mr. Olympia Press Conference. And he said that... Wartet mal, Freunde, ich habe hier ein bisschen was verkackt. Sekunde. Hier spinnt gerade irgendwas. Wartet mal, mein Fehler. Scheiße, was geht denn jetzt ab? Wartet mal, eine Sekunde bitte, Freunde. Ihr wisst, ich bin Technik-Heini. Ich habe hier irgendwas gedrückt und jetzt ist hier der Chat irgendwie völlig durcheinander. Verzeiht mir. Gib mir bitte eine Sekunde. Gib mir nur 2 Wochen. Okay, das sieht gut aus. Chat einbinden. So, wir sind wieder da. Alles klar. Sorry, Freunde. Scheiße. So, nochmal zurück. Brandon Curry is a decent chance not to compete. Brandon Curry says he feels fine now. And he says he feels much better than yesterday, which is one day out. We are, as we are currently at the 2023 Mr. Olympia. And just praying. Das kann natürlich sein. Roman Fritz hätte jetzt definitiv eine Chance auf die Top 15 Platzierung. Wer weiß, wie der überhaupt ausschauen wird. Vielleicht hat er sich noch mal ein bisschen verbessert zu den letzten Shows. Also Chancen sind jetzt deutlich stärker. And Curry can get up there and compete. Now I'll show you guys what else I've seen. And we can even look at some of the posts. Because I saw RX Muscle posted it. And a whole bunch of other pages as well. So let's see if we can get one of these to pop up. Asi BH, danke dir fürs Prime-Abo. Freunde, falls ich jemanden vergessen habe, der hier abonniert hat, ist nicht mein Fehler. Ich sehe nicht den gesamten Chat, weil ich stream hier auf so einem ganz kleinen Monitor und der Chat ist leicht abgeschnitten, Freunde. Sorry. Ich danke euch für jeden Support heute. Here we go. See, as you guys can see, it's being posted. Brandon Curry withdraws from the 2023 Mr. Olympia. Brandon didn't show up to the check-in. According to my source, he's got some health problems, but not that serious. Waiting for confirmation. We'll update you guys soon. I'll be staying in contact with Brandon Curry as well, so you guys can be rest assured that I'll be bringing that information to you direct from the source as quickly as possible as I find this out. And yeah, there's a whole bunch of posts about it. Brandon Curry is not out of the Olympic series here by AJ Kelly. Okay, also ich pausiere mal das Video an der Stelle. Es
Wir müssen einfach abwarten. Es bleibt spannend. Ihm ging es anscheinend sehr beschissen. Jetzt geht es ihm wieder besser. Ja, er hat sich irgendeine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Aber das bringt jetzt auch nichts zu spekulieren. Wir warten einfach ab. Natürlich hoffe ich, dass Brandon Curry mitmacht, weil ich bin ein riesen Brandon-Fan. Ja, ich bin wirklich ein riesen Brandon Curry-Fan. Er ist ja auch schon einmal Mr. Olympia geworden. Ich glaube, das war 2019. Und er hat halt diesen runden, plastischen Look. Man könnte ihn ein bisschen mit Phil Heath vergleichen. Okay, Phil Heath war deutlich krasser. Aber das ist schon, Brandon Curry ist schon eine Hausnummer. Diesen 3D-Look, diese runden Muskulaturen, die sieht man nicht häufig. Ja? Deswegen wäre es wirklich ein riesengroßer Verlust dieses Jahr für die Open, wenn er nicht starten würde. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen, .com ist jetzt online, da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oase.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.